Drittens, eine Fortsetzung. Ach Quatsch. Nein. Mirella. Mirella. Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich heute mit einem sehr verspäteten Tag. Und zwar ist es der Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag. Den habe ich bei den lieben zwei Mädels gesehen von Book Friends Forever, Maike und Anja. Und ja, die hatten sichtlich viel Spaß dabei. Und ich freue mich darauf, denn so habt ihr auch ein Stück weit ja, das Vergnügen zu erleben, wo ich mich im Jahr, im Buchjahr 2019 befinde und wie es so weitergeht, beziehungsweise aber eben auch so eine kleine Rückschau, die ihr euch aber auch angucken könnt, wenn ihr meine gelesenen Bücher von 2019 gesehen habt. Die werde ich euch hier oben verlinken. Ebenso werde ich alle genannten Bücher auch unten in der Infobox einmal verlinken, damit ihr euch da umschauen könnt. Wir starten mit der ersten Frage und zwar das beste Buch des ersten Halbjahres. Und schon das wird schwierig, denn ich habe so viele tolle Bücher gelesen und das werdet ihr merken, wenn ich eben über meine gelesenen Bücher spreche. Es waren nicht wahnsinnig viele, aber sie waren alle gut. So ziemlich zumindest. Deswegen schon mal schwierig. Ich kann sie einfach nur beide hochhalten, denn beide Bücher waren auf ihre Art und Weise die besten, die ich bisher in diesem Jahr gelesen habe. Und ich glaube, es kann nicht so viel das toppen, höchstens das zweite Buch quasi, also der Erwachsenenroman von Adriana Popescu, der im August erscheint, der kann das vielleicht toppen. Da toppt sie sich quasi dann selber. Und ja, ansonsten, es sind einfach meine beiden Lieblingsautorinnen und ich kann nicht mehr ohne sie und will nicht mehr ohne sie. Und ich habe mich so gefreut, dass von beiden ein Buch erschienen ist. Jeweils offizielle Jugendbücher. Ich finde aber beides kann man auch lesen, wenn man nicht mehr ganz so jugendlich ist. Ganz kurz ein paar Worte dazu. Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer. Da geht es um Konrad, Nele, Julian und Romy. Die vier fahren mehr oder weniger unfreiwillig zusammengewürfelt in einem alten Mercedes Richtung Lissabon. Ob sie da ankommen, was sie auf dem Weg alles tun und was sich alles enthüllt und warum jeder so auf diese Reise unterwegs ist und welche Motivation jeder hat, ist richtig, richtig toll zu lesen und mitzuerleben, wie sich alle so kennenlernen oder eben auch ja, aneinander geraten und was sich da so enthüllt. Ich finde, diese vier sind für mich so richtig, richtig lebendig geworden und ich fand es wahnsinnig toll, deren Dialogen zuzuhören quasi. Ich hatte schon den Eindruck, ich höre das und lese das gar nicht und es ist ein herrliches Buch. Es macht Lust auf Losziehen und Reisen und einfach ins Auto setzen und losfahren. Und das Buch habe ich gelesen zu einer Zeit, da konnte ich nicht wirklich viel frei entscheiden und machen. Und da hat es mich zumindest in meiner Fantasie und in meinen Gedanken mitgenommen. Das war sehr, sehr schön. Und zu diesem hier, Anne Freitag, mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Ich finde ja den Titel absolut toll, den Cover. Das Cover, ich finde im Display, zumindest in der Kamera, schaut es sehr orangig aus. Ich finde, es ist eigentlich mehr, wie hat sie gesagt, Grapefruit, glaube ich, hat sie gesagt, zur Farbe. Ja, da geht es auch in einer gewissen Art und Weise um einen Roadtrip, beziehungsweise um eine Reise, auch kurz nach dem Abschluss. In dem Fall aber ganz weit entfernt, nämlich in Australien. Und dort trifft Rosa auf Frank und später auch noch auf David. Und ich muss sagen, eine wahnsinnig zu Herzen gehende Geschichte. Denn Anne Freitag schafft es einfach, jeden Moment so perfekt zu beschreiben, als wäre man dabei. Und sie schafft es in wenigen Worten, ohne viel drumherum zu erzählen, ohne viel Geschnörksel drumherum, sondern sie schafft es einfach exakt den Nerv zu treffen. Und ich finde an ihrem und auch an Adrianas Schreibstil bin ich jedes Mal so froh darüber, wenn ich ein Buch von beiden lese. Und danach wird es für mich jedes Mal wieder schwer, in ein neues Buch reinzufinden, da ich irgendwie ja, den Schreibstil so sehr liebe und das so sehr vermisse in anderen Büchern. Letztendlich geht es ja auch darum, so ein bisschen, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, mit wem will ich meine Zeit verbringen, warum, wieso, weshalb. Beide Bücher sind mir so sehr ans Herz gewachsen und alle Protagonisten sowieso, die nun mittlerweile signierten Exemplare auch bestimmt nochmal lesen werde und auch schon allen empfohlen habe. Die zweite Frage des Tags ist die beste Fortsetzung des ersten Halbjahres.
Ich habe im ersten Halbjahr nicht wirklich irgendeine Reihe gelesen, deswegen wurde es sehr, sehr schwer für mich, da etwas zu finden. Ich habe jetzt einfach mal zu dem hier gegriffen von Marc-Uwe Kling, die Känguru-Apokryphen. Die Känguru-Apokryphen ist quasi das vierte Buch in der Känguru-Reihe, Trilogie. Es gibt die Känguru-Chroniken, das Känguru-Manifest und die Känguru-Offenbarung und nun eben auch die Känguru-Apokryphen. Das Ganze wurde mir im letzten Jahr zum Geburtstag geschenkt. Ich habe es dann gehört, Schrägstrich gelesen. Also so beides immer mal wieder in diesem Jahr. Und ich muss sagen, es hat natürlich schon Spaß gemacht, wieder das Känguru zu treffen und den kleinen Künstler Marc-Uwe und die Geschichten mitzuerleben bei Hertha oder mit Otto von oder mit Friedrich Wilhelm oder wem auch immer. Deswegen, es war schon schön, wieder in diese Geschichte abzutauchen. Es war jetzt keine offizielle Fortsetzung. Also es sind ja eher Geschichten, die dazwischen irgendwo stattfinden und nicht die nach der Offenbarung stattfinden. Und aber es ist so eine gewisse Fortsetzung der Geschichte. Also man erfährt noch mehr von allen, die man vorher schon kannte. Drittens, eine Neuerscheinung des ersten Halbjahres, die du noch unbedingt lesen willst. Sprich, ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, im ersten Halbjahr aber erschienen ist. Und da habe ich nicht viele, aber dann doch eins gefunden, das ich auf jeden Fall lesen möchte. Und zwar von Maike Werkmeister, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Bei diesem Buch geht es um Annie und sie ist eigentlich glücklich, hat einen Freund und weiß so gar nicht, was nicht passen könnte. Sie ist in ihrem Job geht sie auf, sie ist, wie gesagt, mit ihrem Langzeitfreund zusammen in einem hübschen Bremer Häuschen, sie verdient ihr Geld. Aber dann soll sie nach Berlin und ihr Freund will sie plötzlich heiraten. Und sie weiß plötzlich so gar nicht mehr, was sie will, ob sie das alles will, wie sie bisher gelebt hat. Und ich finde das wahnsinnig spannend, denn sie geht dann nach Norderney und hat dort eine Auszeit von 6 Wochen. Und das ist natürlich ein super schönes Setting. Also wenn man sich überlegt, so am Strand, auf einer Insel, so das Seele baumeln lassen und sich so überlegen, was will man mit seinem Leben anfangen, ist schon irgendwie, ja, ganz schön. Und außerdem finde ich, ist es wahnsinnig toll aufgemacht, denn hierhin drauf steht, dass sie in ihrer Freizeit Poster und Postkartenmotive entwirft. Und es sind in dem Buch eben Postkartenmotive auch drin. Und das sind nicht nur 2, 3, sondern es sind wirklich einige, bestimmt 10 Stück. Und das finde ich sehr, sehr schön. Abgesehen davon ist Maike Werkmeister auch auf der Litlauf angekündigt im November. Und da möchte ich ja auf jeden Fall hin. Deswegen, ja, wollte ich gerne das Buch vorher lesen, um es mir dann dort signieren lassen zu können und zu gucken, wie ist denn die Autorin selbst? Mag ich die auch sehr gern. Und ja, ich freue mich wahnsinnig darauf, diese Geschichte zu entdecken. Frage 4. Auf welche Neuerscheinung aus dem zweiten Halbjahr freust du dich? Ist wahnsinnig schwierig für mich. Ich versuche euch einen möglichst kurzen, knackigen Abriss davon zu geben, was ich mir alles notiert habe für das zweite Halbjahr. Im Juli, falls dieses Video vorher erscheint, mal gucken. Ende Juli erscheint der zweite Teil von Falling Fast, der heißt Flying High von Bianca Iosivoni. Im August erscheint natürlich, ich freue mich wahnsinnig darauf, ich werde ihn auf jeden Fall sofort kaufen und lesen, der Erwachsenenroman bei Piper von Adriano Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Und von David Lozano, Der Minutendieb. Das soll irgendwie so angelehnt sein an Momo. Das heißt, so ein bisschen in Richtung von der Geschichte von Michael Ende. Das interessiert mich schon auch irgendwie. Ist, glaube ich, im Thiele Verlag. Und ich mag den Thiele Verlag unglaublich gern. Deswegen mal schauen. Vielleicht wird das auch etwas sein, das mich noch im August begleitet. Im September erscheinen 2 Bücher von Michael Ende. Das eine heißt Mehr Fantasiewagen und das andere Ein Mädchen aus Papier. Außerdem habe ich noch angesprochen von Enrico Galliano. Das wird sehr gefeiert oder sehr angekündigt bei Thiele. Und doch fallen wir glücklich. Mal schauen, ob es mich weiterhin so interessiert. Vielleicht werde ich dabei erst abwarten, ob es so eine gute Resonanz gibt. Ende September von Mara Wolf, Tausendmal schon. Ein wahnsinnig buntes oder bunt gestaltetes Buch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, da ich Mara Wolf unglaublich gern lese, aber auch noch ganz viel Ungelesenes von ihr habe. Muss ich mal schauen, ob das direkt einzieht oder noch ein bisschen warten kann. Im Oktober dann erscheint von den neu gestalteten deutschen Harry Potter Ausgaben ein Schuber. Ich schätze, den kann man dann auch zusammen mit allen Ausgaben erwerben. Da überlege ich sehr, sehr stark, denn ich finde ihn tatsächlich sehr schön, obwohl ich eher immer gegen die neueren Ausgaben war und vollkommen für die alten
Original-Carlsen-Ausgaben von damals, die mir also noch vorgelesen wurden. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht finde ich den auch ganz schön. Es wäre so eine Idee für so ein Weihnachtsgeschenk. Erscheint auf jeden Fall im Oktober. Ebenso erscheint im Oktober eine Fortsetzung von PS Ich liebe dich von Cecilia Ahern. Postskript heißt das Ganze. Und da freue ich mich auch sehr drauf, denn ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Beziehungsweise ich finde auch das Cover wahnsinnig toll. Also ja, da werde ich vielleicht so ein richtiges Cover. Wieder mal. Überraschenderweise erscheint im November nichts, da ich aber weiß, dass da die Little Love ist. Heißt es das nicht, dass da nichts einziehen wird? Ich hatte nämlich eigentlich geplant, dieses Jahr nicht mehr so viel einzukaufen an Büchern, sondern mehr nur so die ich unbedingt will und brauche in dem Moment an Neuerscheinungen oder dergleichen, weil ich, oder Fortsetzungen zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese, weil ich so viele Bücher zu Hause habe, dass es echt nicht mehr gut ist. Also ich möchte nicht mehr so viele einfach nur kaufen, kaufen, kaufen und deswegen ja, ein bisschen zurückfahren. Wie gesagt, im November steht nichts an Neuerscheinungen bisher an, aber erstens kann es noch kommen und zweitens könnte es ja auch sein, dass ich da im November auf der Little Love vielleicht das eine oder andere kaufe, beziehungsweise habe ich da auch Geburtstag. Das heißt, so leer wie er gerade aussieht, wird er nicht bleiben im November. Und im Dezember kommt ein Buch von Christina Moninger. Ich habe ihr Buch, das ich hier stehen habe, leider noch nicht gelesen, aber der Klappentext des erscheinenden Buchs hat mich auch interessiert. Das Leben ist auch nur eine Wolke, heißt es. Und es erscheint eine neue DVD, also eine Verfilmung von einem Cecilia Ahern-Roman mit dem Titel In deinem Leben. Ich bin gespannt. Ich freue mich riesig auf das zweite Halbjahr und ja, kann es bei manchen Dingen gar nicht abwarten, dass da endlich was erscheint. Und ja, ich sage nur Adriana Popescu. Sie fegt mich vermutlich wieder weg. Und außerdem habe ich ganz vergessen zu sagen, vielleicht erscheint ja auch der zweite Teil von, also der zweite Fall von Kommissar Rauch, Adriana Jakob. Dann wird der vermutlich auch direkt gekauft und gelesen und so. So, jetzt aber schnell weiter. Das enttäuschendste Buch des ersten Halbjahres. Blende ich euch mal eben ein. Ich habe es als E-Book gelesen und zwar ist das, ich glaube, der ursprüngliche Titel war Affection. Mondküsse schmecken besser. Meines Wissens heißt es so von Michelle Schrenk und Anna Winter. Ich bin eigentlich absoluter Fan von Michelle Schrenk. Allerdings hat mir das Buch nicht wirklich gefallen, denn es war mir zu sehr Bad Boy und kleines Mäuschen, die dauernd ihre Meinung ändert, wie eine 14-Jährige und dann. Nee, irgendwie war es nicht meins und dann am Ende ist es zu vorhersehbar, finde ich. Also ja, kann man mal zwischendurch lesen, aber das war noch am ehesten am enttäuschendsten. Sechstens, das überraschendste Buch des ersten Halbjahres. So richtig überraschend nicht, aber folgendes. Adriana Jakob, tödliches Klassentreffen, Kommissar Raus, erster Fall. Hat mich in dem Sinne überrascht, dass sie es ja tatsächlich geschafft hat, das Ganze innerhalb eines halben Jahres zu veröffentlichen. Also von der ersten Idee bzw. den ersten Worten, die sie aufgeschrieben hat, bis hin zum fertigen Buch. Und das finde ich vielleicht nicht unbedingt nur überraschend, denn die ganze Geschichte habe ich so ein bisschen mitverfolgt über Vlogmas und über Karat an der Tastatur ihrer YouTube-Videos, sondern ich finde es vor allem bemerkenswert. Und deswegen möchte ich sie hier in dem Sinne ehren, denn das ist nicht normal. Würde ich behaupten, das darf einmal bejubelt werden. Siebtens, liebster neuer Autor, liebste neue Autorin. Ist mir wahnsinnig schwer gefallen, da jemanden zu nennen. Aber ich muss einfach mal hier Shoutout an Mirella. Kann man mal machen, ihr Buch habe ich zwar im letzten Jahr schon begonnen, aber es in diesem Jahr so richtig gelesen und beendet, beziehungsweise zum Teil gehört. Sie hat es ja auch selbst gelesen. Mag ihre Sprache, sie hat so irgendwie die Stimme meiner Generation und deswegen bin ich ein Fan von ihr und auch von dem, wie sie schreibt. Sie kann locker, flockig erklären, sie kann aber auch ernste Themen ansprechen und das auch mit dem nötigen Ernst und Respekt und das finde ich sehr gut. Und abgesehen davon macht sie einfach einen wahnsinnig tollen Job, wie ich finde. In ihren Videos, in ihrem Podcast, den ich tatsächlich liebe, obwohl ich eigentlich ziemlich, ja, ziemlicher Podcast-Muffel bin, da ich das irgendwie, dann höre ich einen und dann finde ich es langweilig und dann mache ich das nie wieder oder so. Ja, also sie macht, finde ich, ihre Sache sehr gut und deswegen machen wir hier eine Ehrung.
an sie. Achtens, neuester Book-Boyfriend, neueste Book-Girlfriend. Muss ich noch was sagen? Ich mag Cinder. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich mag Cinder. Er kam mir durchaus auch sympathisch, also auch unsympathisch rüber bei dem, was er so getan hat. Aber er war auch wahnsinnig sympathisch, finde ich. Deswegen einmal Shoutout an ihn. Und neuester Lieblingscharakter ist für mich zum einen hier Elamara, weil ich sie wahnsinnig stark und toll finde. Als auch hier Frank. Nicht nur wegen der Geschichte mit der Schildkröte. Zehntens, ein Buch, das mich zum Weinen gebracht hat, und das wird vielleicht nicht so viele verwundern, Kurt von Sarah Kuttner. Ich erzähle dazu nicht mehr viel, es geht nur um eine Familie, die versucht, nach dem unglücklichen Tod eines kleinen Kindes damit klarzukommen und auch irgendwie weiterzumachen. Und ich finde, es ist wahnsinnig gut geschrieben. An manchen Stellen vielleicht etwas schnell erzählt, aber an sich ein wahnsinnig tolles Buch. Mich hat damals schon die Jackie von Bibliomanie, ich glaube, so heißt sie, angefixt damit, mit diesem Buch. Und ich bin direkt los und habe es mir gekauft und habe es geliebt und habe geweint. Elftens, ein Buch, das mich glücklich gemacht hat. Das ist auch wahnsinnig schwierig, weil ich, wie gesagt, fast nur gute Bücher hatte in diesem Jahr. Ich muss aber sagen, dass ich das Buch von Anna Paulsen, ich habe es leider gerade nicht hier, deswegen wird es hier nochmal eingeblendet. Anna Paulsen, Liebe M, bringst mein Herz zum Überlaufen. Ist eine so zart und sanft erzählte Geschichte. Wahnsinnig toll. Also ich habe mich so wohl gefühlt bei dieser Geschichte. Ich habe alles so sehr geliebt und ich habe es tatsächlich auch sofort danach, habe ich alle vermisst. Und es war einfach ein so, so toller Beginn für das Jahr 2019. Es war mein erstes beendetes Buch in diesem Jahr und ich habe es wahnsinnig geliebt. Es hat mich einfach glücklich gemacht. Auch diese Liebe zum, also es geht darin um verlorene Briefe bzw. ein Amt für verloren gegangene Briefe, wenn die nicht zustellbar ist, die Post. Und dann wird dort eben geguckt, ob man das doch noch zustellen kann. Und diese Ehre und diese Liebe zu geschriebenen Worten und zu Briefen und zu dem, was ein Brief meist bedeutet für Menschen, das fand ich so, so schön. Deswegen, das hat mich glücklich gemacht. Zwölftens, das schönste Buch, das in diesem Jahr bei dir neu eingezogen ist. Ich werde es einmal hier einblenden, ich habe es irgendwie gerade nicht hier. Und zwar ist es Falling Fast von Bianca Iosivoni. Ich bin sehr gespannt, ob es mich auch überzeugen kann, inhaltlich. Ich finde, es ist ja echt schön. Ich glaube, Maike hat es auch hochgehalten. Sie hat mich da mit dem Cover auch definitiv vollkommen gekriegt. Und ich hoffe, dass der Inhalt mindestens genauso gut ist. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Und der letzte Punkt, Zug des zweiten Halbjahres. Welche Bücher willst du dieses Jahr unbedingt noch lesen? Ganz, ganz schwere Frage, denn ich habe viele Bücher noch hier, die ich lesen möchte. Ich habe mir allerdings im April eine Liste gemacht mit 9 für 2019, weil ich zu dem Zeitpunkt ja quasi noch 9 Monate hatte, um jeden Monat ein Buch zu lesen. Also nicht 19 für 2019 oder 12 für jeden Monat quasi eins, sondern eben 9 für 2019. Und da stehen folgende Bücher drauf. Von Julian Barnes, Die einzige Geschichte, habe ich bereits gelesen. Die anderen sind noch ungelesen. Zum einen Das Geräusch des Lichts von Katharina Hagener habe ich einmal bereits angefangen und ich fand es auch richtig gut geschrieben. Ich kann mir nicht mehr erklären, warum ich es unterbrochen habe. Ich bin fast bis Seite 100 gekommen, bei nicht mal 270 Seiten. Ja, ich kann es mir nicht erklären. Also dieses Buch wollte ich gerne dieses Jahr noch lesen. Dann ein wahrer Klopper, Dark Angel Summer von Christy Spencer, Tabitha Lee Spencer. Ich wollte zumindest diese Reihe, die ich komplett gekauft habe, wer weiß warum, einmal beginnen. Und auch wenn hier unten steht, so spannend wie Panem, so romantisch wie Twilight und ich keins von beiden kannte bzw. mochte, bin ich sehr gespannt. Ich weiß allerdings auch, dass die liebe Anka von Ankas Geblubber nicht so begeistert war von den Hörbüchern. Ich wollte es aber zumindest jetzt einfach mal ausprobieren. Und wenn es mir nicht gefällt, dass ich sie dann wenigstens aussortieren kann. Ein geliehenes Buch von meiner Mama, Das Lächeln der Frauen von Nicola Barrot. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aurelien, Restaurantbesitzerin. Ich glaube, dass ich den Film gesehen habe, zusammen mit meiner Mama, oder einen Teil des Filmes. Es kam mir so bekannt vor, die Geschichte. Ich glaube, ich habe den Film schon mal gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich will unbedingt das Buch lesen. Und meine Mama hatte dieses Buch und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich unbedingt in diesem Jahr noch lesen. Ich glaube, sogar den Film habe ich im letzten Jahr gesehen und das Buch mir auch seitdem ausgeliehen. Lars Ament, Why Not? Ja, warum soll ich das nicht lesen? Ich weiß es auch nicht, Why Not? Deswegen so eine Art kleiner Ratgeber und dergleichen. Ja, wollte ich direkt lesen, als ich es gekauft habe.
John Grisham, die Jury. Dieses Buch habe ich von meinem besten Freund geschenkt gekriegt, und zwar ist es schon mehr als 1,5 Jahre her, zu meinem Geburtstag. Und er hat es mir geschenkt, weil er der Meinung ist, dass das das beste Werk von John Grisham ist. Herzmomente von Emma S. Rose und Leocadia Sommer. Eine, wie ich finde, wahnsinnig zu Herzen gehende Geschichte. Jedenfalls klingt es so, denn in diesem Buch verliert eine Frau oder ein Mädchen ihr Augenlicht. Und dann geht es darum, nochmal ganz tolle Momente zu sammeln. Und ich finde es irgendwie, es geht mir jetzt schon so sehr zu Herzen. Ein wahnsinnig, wahnsinnig hübsches Buch aus dem Magellan Verlag, Eine Woche voller Montage von Jessica Brody. Ich bin sehr, sehr gespannt, und ebenso ist es auch bei Jay Asher, What Light, ein englisches Buch. Ein englisches Weihnachtsbuch. Ich werde es also nicht jetzt lesen, nicht im Sommer, aber dann im Herbst, Winter, hoffentlich. Und Jay Asher ist ja der Autor von 30 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht oder Wir beide irgendwann, was ich beides sehr gern mochte und deswegen sehr gespannt bin, ob er auch mich auf Englisch und als Weihnachtsgeschichte überzeugen kann. Das war es jetzt aber wirklich. Ich habe ewig lang gequatscht und ganz, ganz viel erzählt. Ein kleiner Überblick, wie gesagt, über den ersten Teil des Jahres und jetzt dann auch eine Vorausschau in den zweiten Teil des Jahres. Ich hoffe sehr, dass ich diese Bücher irgendwie noch schaffe. Zusammen mit den Neuerscheinungen und dem, was alles so, ja, hier sowieso noch wartet, auf gelesen zu werden, hoffe ich sehr, dass ich dazu komme. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Highlights aus dem ersten Halbjahr 2019 schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, denn ich entdecke gerne neue Bücher. Und wenn ihr eins der Bücher, die ich noch vorhabe zu lesen, schon kennt, dann sagt mir doch, dass ich das ganz unbedingt als erstes lesen soll. Ich würde mich riesig freuen und ich gucke mal, dass ich natürlich das so ein bisschen mit einfließen lasse in die Lesemonate zum Beispiel, ob ich denn jetzt noch ein Buch von den neuen für 2019 gelesen habe. Das war's dann damit von mir und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Bei mir hier ist gerade wahnsinnig warm und das in der Wohnung, deswegen sitze ich bei so ganz komischem Licht hier und rede, weil alles dunkel gemacht ist und dafür muss ich dann Licht anmachen. Sommer, was ist los? Können wir nicht einen normalen, schönen Sommer haben? Anscheinend nicht. Ich wünsche euch eine schöne Lesezeit und bis bald. Tschüss!